Er war spät dran. Hallo und willkommen zurück zu Late Night Coding. Mach's mal hier weg. Willkommen zurück zum Rendern von großen Bildern. Heute voraussichtlich das zum letzten Mal. Hier eben noch was weg, was ich gerade reingefrickelt habe. So. Das voraussichtlich zum letzten Mal oder sagen wir mal. Wenn wir uns mit der Kompression beschäftigen werden, dann werden wir eventuell da als Beispiel wieder hin zurückkommen. Aber jedenfalls will ich den Teil jetzt erstmal abschließen heute. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, dass wir eben schon prinzipiell rendern konnten und lediglich die Auswahl der einzelnen Kacheln noch so ein bisschen auf die Schnelle implementiert hatten. Hab's dann inzwischen schon mal ausprobiert, also an dem Abend glaube ich eigentlich noch oder am nächsten Morgen, ich weiß nicht. Ich wollte dann doch mal ausprobieren, so aus Spaß, um zu gucken, wie es aussieht. Insofern ist der Code schon fertig. Das hier ist es. Ich erkläre es eben noch, wie es funktioniert. Es sind nämlich auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die man dabei beachten muss, um das vernünftig zu machen. Zunächst mal, ja, worum geht's? Es geht darum, ich kann das Programm mal starten. Ich habe inzwischen auch mal ein relativ großes Bild gebaut. Ich glaube, das waren 2 hoch 19. Upsa, wenn ich mich recht erinnere, kommt das ungefähr hin. Ja, 1/2 Million mal 1/2 Million Pixel Bild. Also das ist schon ziemlich groß. Das ist dann 1,3 Terabyte groß, das Bild, was da rauskommt. Dazu musste ich auch eine externe Festplatte an meinen Rechner hier anhängen, um das überhaupt speichern zu können. Insofern, ja, danke. Insofern ist es jetzt also auch wirklich ein relativ großes Bild mit ziemlich vielen einzelnen Punkten. Und das hat dann insgesamt auch 10 Level. Und ja, wenn man da jetzt so reinzoomt, dann kommt man auch schon ein bisschen weiter. Also, gucken wir mal, ob wir irgendwo was Interessantes finden. So, und das sind jetzt, da ist so ungefähr das Limit dessen, was wir bekommen. Jetzt sind wir bei Level 0. Das Level 0 hat dann auch schon einige 512 Quadrat-Tiles. Aber ja, da gibt es im Prinzip schon einiges, was wir so absuchen können. Und wenn man das Ganze mit dem Teil suchen auch intelligent implementiert, dann ist das auch einigermaßen flott. Also, das heißt, er muss jetzt halt diese 30 Tiles finden aus doch einer relativ großen Menge. Das ist ne, 1.048.576. Und da wäre es jetzt halt nicht mehr praktisch, die wirklich, wie wir es letztes Mal gemacht haben, einzeln durchzugehen, zu checken, ob die sichtbar sind, sondern da will man die natürlich direkt berechnen. Ah, weil 30 so 24, also um die 30, das scheint so 35, glaube ich, so das Maximum, wenn man es irgendwie, was man so hinkriegt bei der Auflösung, die ich hier habe. Ja, die will man halt nicht eben alle durchprobieren. So, gut. Was habe ich also gemacht, um diese einzelnen Tiles jetzt zu bekommen? Da ist Coda. Hallo. Coda mit Gefolge. Diesmal 90 Stück werden auch jedes Mal mehr. Ja, willkommen. Kann ich jetzt alles nochmal erklären? Kein Problem. Starte ich einfach nochmal neu. Soll's. Hallihallo. Womit sind wir gerade dran? Wir sind gerade damit dran. Eigentlich sozusagen das Finish Giga- oder Terapixel-Bilder anzuzeigen. Wir haben vorher innerhalb von einer Woche so rund, ne, haben wir, innerhalb von einer Woche haben wir im Prinzip ein System gecodet, was ein riesiges Bild nimmt. In dem Fall jetzt eben mal testweise 1/2 Million mal 1/2 Million Pixel. Also es ist schon ein relativ großes Bild. Das ist über 1 Terabyte groß. Und darauf bauen wir eine Hierarchie. Und diese Hierarchie, die gucken wir uns jetzt hier interaktiv an mit dem Renderer, den wir das letzte Mal geschrieben haben. Und da fehlte noch ein kleines bisschen was. Und das will ich heute noch erklären. Wir haben Fraktale genommen. Erstens, weil sie hübsch sind. Und zweitens, weil sie mir eben erlauben, beliebig große Bilder zu generieren. Es kam ein paar Mal die Frage auf, können wir die Fraktale nicht einfach so berechnen on the fly? Können wir natürlich. Das ist das, was ich eigentlich heute auch noch machen will. Ich will das einfach noch kurz einbauen, dass wir diese Fraktale eben
On the fly berechnen und das einfach mal vergleichen. Das ist an und für sich nicht das, was wir wollten. Ja, wir wollen ja eben wirklich Riesenbilder berechnen, visualisieren, anzeigen, und die Fraktale waren nur ein Mittel zum Zweck. Aber ich dachte, wir können es ja eben kurz reinhacken und gucken, wie weit wir da kommen. Die Vorschau, ach, das habe ich fest. So. Die Vorschau vom Bild wird, das wird eben quasi vorberechnet. Also das heißt, wir nehmen dieses gigantische Bild und rechnen eben eine Hierarchie aus. Dadurch ist das im Prinzip, der Renderer ist total banal, den haben wir auch eigentlich so an zwei Sessions im Wesentlichen, ne? Und in einer weiß ich gar nicht. Also laufend tat es, glaube ich, schon nach einem Abend geschrieben, der dann halt nur noch auf diese Daten zugreifen muss. Das ist also relativ straightforward. Man sieht, dass es ab und zu noch mal ruckelt. Also nicht, wenn ich so scrolle, aber wenn ich reinzoome, weil da müssen sehr viele Details geladen werden. Das kann man natürlich loswerden, indem man einfach die Sachen asynchron lädt. Ne? Aber es läuft schon einigermaßen gut, sogar jetzt mit Debugger attached. genau. Ja, also soweit, so gut. Hier sehen wir jetzt auch die Limits. Ne? Also selbst bei so einem Bild von eben eine halbe Million mal eine halbe Million Pixel kommt man doch relativ schnell ran. Was interessant ist, wenn man jetzt hier anfängt so rein zu zoomen, ich habe es eben ausprobiert, ich weiß nicht, ob man das im Stream sieht, ich gucke mal, ob ich das hinbekomme. Also wenn ich jetzt rein, seht ihr das hier, dass das hier so ein bisschen kriselig ist, der Übergang von diesem Lila zum Grün, das sind jetzt die Fließkomma-Ungenauigkeiten, zu denen wir langsam kommen. Also das heißt, da ungefähr ist so die Grenze, wo uns die Präzision ausgeht, einfach nur um den Zoom zu berechnen. Ja, also das merkt man gar nicht so sehr, weil man ist relativ schnell rein und raus gezoomt. Ja, aber man überbrücken da schon gewaltige Größenordnung von Daten. Gut, ja, das wäre eine schöne Idee, wenn ich OpenGL klar machen könnte, es sollte in Double Precision arbeiten. Weil im Moment arbeiten wir wirklich mit, ich überlege gerade, brauchen wir die Matrizen? Ach ja, im Moment gehen wir die noch an OpenGL weiter. Die Matrizen, man könnte das im Prinzip umcoden. Also es ist ja gar nicht erforderlich, dass wir wirklich die Zoom-Matrix an OpenGL übergeben. Wir könnten das alles kompensieren. Wir könnten den Zoom, den wir haben, wenn wir um Faktor 1000 reinzoomen, dann lesen wir einfach die richtigen Daten aus und anschließend multiplizieren wir einfach unsere Koordinaten mit 1000. Also da gibt es ganz viele Sachen, mit denen man das zurechthacken könnte, aber darum ging es mir jetzt im Prinzip gar nicht erst. Es ging erstmal darum, das generell mal durchzuexerzieren, wie man halt große Daten, mit großen Hierarchien umgeht. Und ja, was ist Ziel heute noch? Eben zu erklären, was ich noch geändert habe, dann vielleicht mal spaßeshalber die Fraktale eben on the fly zu berechnen, mal gucken, wie schnell das ist. Und das nächste, was ich dann machen wollte, wenn ich da heute noch zu komme, eben ein bisschen was zur, erstmal so die Grundlagen der Kompression zu erklären, die wir dann beim nächsten Mal implementieren, damit wir solche Bilder eben komprimiert speichern können, anstatt sie einfach so, so auf die Platte zu legen. Ja, weil so ein Terabyte ist halt nicht so handlich. Der Fraktalgenerator, an dem habe ich nichts geändert. Das ist ja nicht erforderlich, dass wir eben so schrecklich viel auf einmal berechnen, weil wir eben ja nur die einzelnen Kacheln berechnen müssen. Ne? Also der Fraktalgenerator, der berechnet ja nie so große Sachen. Ich habe gesehen, dass du da was gemacht hast. Ich habe das nicht hochgeladen, da sind ein Haufen Bugs drin. Ich habe die mal angefangen zu fixen. Da sind ein paar ganz lustige Bugs drin in dem Code. Von dir so einige Male hast du so den Rückgabewert verwechselt, zum Beispiel mit einem Call by Reference und dann noch zusätzlichen Rückgabewert. Wieso läuft das überhaupt? Das sind ganz lustige Sachen, warum es lief. Prinzipiell, oder warst du es nicht? Irgendjemand hat mir Code geschickt oder hat Code irgendwo oder in den Chat gepostet oder so, oder irgendwo, oder nee, die Sache, die hat jemand, glaube ich, auf Pastebin gepostet oder so. Ich habe es mir jedenfalls angeguckt, habe es mal runterkopiert, wie dem auch sei, das war irgendwas mit OpenCL, da waren ein paar ganz, ganz lustige Bugs, wo ich erstmal überlegen muss, warum läuft der Code überhaupt. Aber wie dem auch sei, jedenfalls, hier ist es so, dass wir gar nicht so viel auf einmal ausrechnen wollen.
Ja, also das können wir auch mal machen, genau. Okay, machen wir erstmal eine Sache nach der anderen. Konzentrieren wir uns mal eben kurz auf das hier. Gut, machen wir es mal zu und jetzt erkläre ich euch noch eben kurz, was ich geändert habe. Das sind nur diese paar Codezeilen hier. Das ist also nicht so schrecklich viel. Also das nächste Mal haben wir hier die Berechnung wie vorher, dass wir einfach ausrechnen, wie sind die wie sind die Koordinaten auf dem Bildschirm und was mich jetzt so ein bisschen. Genau, nee, das ist alles okay. So, wo ist, landet also unser Bildschirm in Fraktal Space sozusagen? Ja. Oh ja, mit den Farben, das können wir auch bei Gelegenheit machen. Das steckt allerdings im Moment im Fraktalgenerator drin. Wir schreiben ja wirklich Bilder raus. Aber wir können einfach eine komplette Color Table einfach drauf anwenden, die wir auch auf Datei da haben. Aber bleiben wir erstmal dafür. Also, was haben wir hier nochmal gemacht? Wir haben ausgerechnet, wie die beiden Eckpunkte, untere linke Ecke, obere rechte Ecke, untere linke, obere rechte, wie die im Fraktalraum, wo die landen. Und haben dann einfach geguckt, welche Kacheln liegen drin. Ja, besten Dank für die Glückwünsche. Welche Kacheln liegen drin? Und das ist natürlich doof, wenn man alle Kacheln durchchecken muss. Also rechnen wir einfach aus, welches ist die untere linkeste Kachel, die drin liegt, und die obere rechteste Kachel, die drin liegt. Ja, und dazu muss ich im Prinzip einfach nur die Größe des Bildschirms, die ist im Moment von minus 1 bis 1, also addiere ich 1 und teile es durch 2, damit es zwischen 0 und 1 liegt. Das ist einfach nur eine Normalisierung hier, dieser Code. Die multipliziere ich einfach mit der Anzahl der Kacheln und dann habe ich sie quasi in Kachelkoordinaten. Ja, das ist im Prinzip schon so im Großen und Ganzen alles, aber da gibt es so ein paar nicklige Sachen, die man danach noch machen muss. Da muss man nämlich noch sicherstellen, dass das Ganze, das sind ja alles Fließkommazahlen, dass das Ganzzahlen werden und deswegen kommt hier noch so ein bisschen Code für beide Kanten. Ja, also man nimmt halt die Koordinate, muss die erstmal floren und die andere zielen, also die untere linke, die zieht man weiter runter, damit man die Kachel auf jeden Fall erwischt. Und die obere rechte Ecke, die schiebt man hoch bis zur nächsten Kachel, deswegen steht hier Floor und hier Ziel. Und dann muss man auch gucken, dass man nicht out of range geht, also dass man keine Kachel hat, die kleiner ist als 0 und keine, die größer ist als die Anzahl der Kacheln. Und anschließend macht man aus dem Ganzen noch wirklich einen Index. Das war es eigentlich. Und das sind dann für meinen Loop über die Kacheln die Start- und Endkoordinaten. Ja. Ja, und dann schreibe ich einfach von Start bis zu Endkoordinaten XY alle Kacheln raus in Vektor und der ist immer ziemlich klein. Ne? Der hat also 30 Einträge oder 35 maximal bei der Bildschirmauflösung hier. Ja. Also hier sind es irgendwie 4. Ich glaube, das 10 ist das kleinste Level. Ne? In dem Beispiel, das ich jetzt gerade berechnet habe, hier, wenn wir eben reingehen, ne, dann sieht man, ich glaube, 35 ist so das Schlimmste. Ah, na, 40 kriege ich auch. Guck mal, ob ich es vielleicht noch ein bisschen kleiner kriege, sodass ich gerade so Level 6 habe. Aber es sind jedenfalls nicht viele. Ah, da waren, glaube ich, mal 48 Kacheln. Ja, sind jedenfalls nicht schrecklich viele. Ich habe es jetzt gerade eingestellt auf 2K. Also, dass er 2K Kacheln, also 2048 Kacheln cachen darf. So schrecklich viele brauchen wir nicht. Ich denke mal, irgendwie, damit das Ganze smooth läuft, wären wahrscheinlich 100 ausreichend oder so. Ne? Das ist jetzt halt. Wenn man reinzoomt und wieder rauszoomt, dann kann man das ganz gut machen, weil wir die ganzen Kacheln dann jetzt zwischengeladen haben. Aber theoretisch würden halt jetzt für einen Frame so um die 50 ausreichen. Ne? Kann man sich auch ausrechnen, wenn man will. Ne? Also man muss gucken, 512 ist ja eine Kachel groß. Ne? Wie ist die Bildschirmauflösung? Und dann schaut man einfach, was ist sozusagen der schlimmste Fall, der passieren kann. Das ist quasi die Bildschirmauflösung geteilt durch 512 und dann weiß ich, wie viele Kacheln X reinpassen und Y, dann addiere ich noch eins dazu. Ja, das ist sozusagen der Worst Case, dass ich gerade so ne, die um ein ganz kleines bisschen hochschiebe, sodass unten und oben noch eine reinkommt. Also quasi die Breite geteilt durch 512, das Ergebnis plus 1, die Höhe geteilt durch 512, das ist immer so Kachelgröße, ne? Das Ergebnis der plus 1, das Produkt davon ist die maximale Anzahl von Kacheln, die wir jemals brauchen können. So, ja, aber ich habe es jetzt einfach auf 2K festgelegt. Kann man aber machen, wie man will. Ist ja alles im Prinzip committed. So, was ich jetzt noch machen wollte, ist, wie gesagt, einfach mal spaßeshalber, ohne dass das eigentlich das, was wir haben wollen, aber weil die Frage so oft auftauchte, wie läuft denn, wenn wir die Kacheln on the fly berechnen? Dachte ich, okay, dann berechnen wir es mal on the fly und dann gucken wir, was passiert. Ja, mal schauen.
wie das geht. Und dann wäre es vielleicht noch ganz lustig, die Kacheln so als Wireframe zu rendern. Ne? Also nicht direkt als Wireframe, das sieht langweilig aus, aber vielleicht noch so die Kacheln einfach mal drüber zu rendern. Also Rahmen drumherum, das meine ich. Ne? Das können wir eigentlich mal als erstes einbauen, spaßhalber. Rahmen drumherum rendern. Also das bauen wir einfach in das Render-Teil und dann gibt es halt irgendwie globalen State, was weiß ich was. Draw Tiles oder Show Tiles oder so ähnliches. Und dann sieht vielleicht noch ganz nett aus. So, Show Tiles und das ändern wir einfach im irgendwann mal die Keyword-Function da. Das toggeln wir einfach, wenn man auf T drückt zum Beispiel. So, okay, und jetzt müssen wir nur noch mit dieser Variable irgendwas Sinnvolles tun. Im Render-Teil, hier rechnen wir das schon aus. Das wollen wir hinterher drüber rendern. So, wenn das an ist, dann rendern wir noch ein bisschen mehr. Wir haben ja im Prinzip hier schon die Geometrie, das heißt, wir wollen jetzt nur noch, hallo, wir wollen jetzt nur noch eine Line-List rendern, ne? Also einfach vier Striche. Mal kurz schauen und können wir einfach das hier so benutzen, wie es ist. Das ist X, Y, Z. Und dann haben wir 2D-Koordinaten, das ist natürlich ein bisschen doof. Soll vielleicht besser weiß sein. Mal gucken, ich glaube, wir haben sogar ein Render-Line, oder? Mal schauen, was haben wir denn alles? Draw-Rect, Draw-Image, Draw-Line, Summer. Okay, das fummelt ganz wild an den Programmen rum, ist aber egal. Alles klar hier. So, also, dem müssen wir also noch Daten übergeben. Line-Type. Was ist unser Line-Type? Ist das überhaupt nur? Ja, schon so lange her, dass ich den Code benutzt habe. Was war das? War, glaube ich. Ups. Nein, ich will nicht das Internet danach durchsuchen. Reicht, wenn ich die Datei durchsuche. List-Strip-Loop. Ah, okay, das war das. Also, das ist ein Loop. In unserem Fall. Thickness ist 1, das kann so bleiben. Und was sind unsere Koordinaten? Schauen wir mal, das ist wahrscheinlich einfach nur das hier plus noch ein bisschen Farbe. Das sind einfach die Eckpunkte. Ciao. So. Gucken wir mal. Top right, top right, top right, bottom left, also oben rechts, rechts und links. Und hier müssen wir noch die vierte haben. So, die ist dann top right, bottom left. Die haben wir schon, bottom left, bottom. Die müsste es sein. So, und ich glaube, das Ding will immer Farbe haben. Machen wir es mal weiß. So, oben rechts, dann geht es von rechts runter. Ja, das müsste eigentlich klappen. Schauen wir mal. Tut hier nicht mehr auf Anhieb, aber ist egal. Was habe ich gesagt? T. Habe ich nicht das auf T gelegt, dachte ich. Ach so. Ach Quatsch, natürlich. Wahnsinn. Da muss es hin. Hab sogar eine Warning gekriegt. Ja, das ist fast richtig. Noch nicht ganz.
gucken. Der zeichnet jetzt pro Teil so ein bisschen Unsinn. Aber der Versuch war es wert. X. Ach so, wahrscheinlich weil es RGBA ist. Schon besser. Und jetzt müssen wir noch die Koordinaten in die richtige Reihenfolge bringen, wobei es so auch ganz lustig aussieht. Die müssen die richtige Reihenfolge. Also mal gucken. Das ist right. Achso. So muss es richtig sein, ne? Das muss ja ein Gray-Code ergeben. Top, bottom. Ja. Mhm. Jetzt fehlt natürlich das Komma da. Also andere einfach stehen. Schon besser. Jetzt auch mal den Fall aussuchen. Was war das Beste, Schlimmste, was wir hatten? 48 haben wir irgendwie produziert, dass es das da oben genau in so eine Ecke schiebt. Komme ich auf 35. Ein bisschen raus. Wo habe ich denn gerade so 5? So. Ich habe eben geschafft. Ich dachte, wir hätten eben noch mehr als 40 Teils. Ich mache jetzt mal meine Festplatte wieder auf. So, naja, jedenfalls kann man hier jetzt sehen, wo die einzelnen Kacheln sind. Das Umschalten passiert jetzt immer genau dann, wenn unser Pixelfehler größer als 1 wird. Also, das heißt, wir schalten um, bevor, sobald, also unsere Kacheln sind, ist 512 groß, man kann es einfach am Beispiel zeigen. Ja, also, hier ist das jetzt gerade mal 512. Sobald es quasi 513 auf dem Bildschirm ist, schalten wir schon um. Also wir sind sehr, sehr konservativ. Deswegen sieht das Ganze relativ locker aus. Das klingt ziemlich komplex, Metrik, aber in Wirklichkeit ist das nichts anderes, als dass wir ausrechnen, wann wie groß unsere Originalkachel ist. Und dann, ne, nehme ich einfach diese Größe. Teil die durch die 512 und Bilder von den Zweierlogarithmus, ist schon alles. Also das ist schnell gemacht. So, ne, hier haben wir wieder das Limit dessen, was wir berechnet haben. Und hier sieht man jetzt eben genau, das sind 512 mal 512 Pixel. Und ja, also man sollte jetzt eigentlich beim Umschalten nicht allzu viel sehen. Was man, glaube ich, ganz schön erkennen kann, ist, machen wir es nochmal. Weil wir gerade so konservativ sind. Jetzt haben wir Level 1, ne? Jetzt schalten wir mal um. Ich versuche das mal in meiner Maus. Hier so ganz smooth. Level 0. Also jetzt haben wir eigentlich eine etwas zu hoch. Also da wir sehr, sehr konservativ sind mit dem Umschalten, ne, haben wir also eine nahezu doppelt so hohe Auflösung manchmal. Also das hier hat ja gerade umgeschaltet. Das heißt, das hier sind so etwa 256 Quadrat auf dem Bildschirm. Also eben, Moment, Sekunde, dass ich richtig sage. Genau. Also hier waren es noch, das sind ungefähr 512. Ne? Und jetzt, wenn ich ein bisschen reinzoome, ich versuche das mal so ganz langsam zu machen. Ist gar nicht so einfach mit dieser Touch-Maus, weil die ganz langsame Bewegung rausfiltert. Ja, das sind jetzt in etwa 512. So, und jetzt ist dieser Block hier gerade etwas größer geworden als 512. Also keine Ahnung, 520 vielleicht oder so. Und dadurch sind die hier etwas größer als 256. Jetzt haben wir also den Punkt, dass die 512 nicht mehr reichen. Wir schalten schon um. Was relativ früh ist, ne? Was dazu führt, dass diese an und für sich 512 Blöcke ziemlich vom Monitor undersampled werden. Und das müsste man auch sehen. Also wenn ich das jetzt rumschiebe, ohne zu zoomen, dann sieht man eventuell so ein ganz leichtes Aliasing. Also in so ganz feinen Bereichen könnte das eventuell ein bisschen flackern. Ja? Ja, ist jetzt schwer zu sehen, weil also unsere Abtastung jetzt nicht wirklich super schlecht ist. Aber wenn ich jetzt rauszoome, zum Beispiel komplett, das passiert manchmal. So. Also jetzt bin ich wieder nicht ganz weit rausgezoomt. Dann sieht man, dass dadurch, dass wir eben eine Hierarchie bauen, das hier mega smooth ist, ne, weil wir halt super viele Daten rangezogen haben, um diese Punkte hier zu berechnen. Ne. Das
Das würde man normalerweise nicht hinkriegen, wenn das Fraktal einfach nur straightforward berechnet. Ja, stimmt. Man sieht das da unten. Ne? Das ist halt ein Mesh-Laserstuhl. Das funktioniert. Das Eli ist allerdings auch ganz kräftig, ne? Der Stuhl. Also der wird ziemlich von der, wo wir gerade bei Undersampling sind, der wird von der Kamera ziemlich undersampled. Gut. Und wenn wir das jetzt Fraktal jetzt wirklich on the fly berechnen, dann sollte das deutlich mehr flackern, weil wir dann nur Point Sampling haben. Gut, also gucken wir jetzt mal, ob wir das hinkriegen. Ja, ich denke, ich überlege gerade, ich committe das einfach mal. Dann haben wir einen State im Git, den ich auch wieder herstellen kann. Okay, was ist hier am Makefile geändert? Achso, ich habe es einfach klein geschrieben. Gut. Okay, können wir alles committen? Zack. Naja. So. Sehr schöner Kommentar. Gut. Und jetzt machen wir es mal kaputt. Im Prinzip sollte das gar nicht so schrecklich viel Arbeit sein. Das Einzige, was wir im Prinzip machen müssen, ist, wir haben ja in dem Large Image irgendwo so eine Methode, die sagt, getTile, ne? Damit, also nicht im Cache, Quatsch, hier, getTile, ja, da fordert unser Renderer an, welches Teil er braucht. Und im Moment macht das getTile nichts anderes, als sich das aus der Datei reinzupfeifen. Ne? Also es holt sich irgendwie, guckt erstmal, ob es gecached ist, das können wir so lassen. Und wenn es das nicht ist, dann ist die Einrückung kaputt, warum auch immer. Hier ist die kaputt. Komisch. So, jetzt in Ordnung. Dann ne, holen wir uns den Offset, siegen in die Datei, lesen es und bauen die Textur auf. Und das an der Stelle machen wir jetzt einfach eine Fraktalberechnung rein. Sind da nun alle 11 Files mit drin? Was meinst du mit 11? Jetzt meint alle 11 Level oder was? Ja, die sind tatsächlich in einer Datei. Also können wir auch gerade gucken. Wie gesagt, ich musste da extra eine andere Festplatte dran stöpseln und die ist immerhin 1,48 Terabyte groß. Mal so viel kann mein internes Dateisystem von dem Rechner. Ja, ja, also ja, die sind alle da drin. Eine große Datei. Hat auch ungefähr, glaube ich, so 7 Stunden gedauert, was ähnliches die zu schreiben. Gut, okay, also gucken wir jetzt einfach nur, dass wir an dieser Stelle, wir haben die Teilkoordinaten, das heißt, wir wissen, welche Auflösung wir basteln sollen und wir müssen uns nur ausrechnen, wo. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt lediglich den Fraktalgenerator hier irgendwie reingefummelt kriegen. Und wahrscheinlich habe ich jetzt gerade überall mit viel Liebe, oder jemand anders hat es freundlicherweise für mich gemacht, überall mit viel Liebe das OpenCL rausgeschmissen, da wo wir es nicht gebraucht haben. Deswegen ist es vielleicht hier nicht mehr drin. Ja, das müssen wir jetzt alles wieder reinnehmen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Ich habe es jetzt einfach mit deinem Code durchlaufen lassen. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel schneller es war. Es war jedenfalls nicht langsamer. Und nicht messbar langsamer als eine if-Branch da. Ne? Kannst du ja mal ausprobieren. Ist ja alles eingecheckt. Ausprobieren einfach, was rauskommt. Gut, gucken wir mal. Gut, also das heißt, wir müssen jetzt hier das OpenCL wieder zurückholen und das hatten wir hier irgendwo drin. Makefile, was war das noch gleich? Wir müssen für OpenCL Lustiges machen. Wir müssen im Prinzip hier noch Framework OpenCL einfügen bei den Libs. Access im Git Commit mir auch aufgefallen, dass im Projekt die Datei drin war. Wo war eine Datei drin? Ein Binary haben wir irgendwo mit committed. Das gerade richtig verstanden? Das hacken wir da mal auf die Schnelle auch hier mit rein, damit ich sie auch noch ausführen kann.
Also ich weiß nicht, wenn irgendwo ein Binary mit drin ist, dann sag Bescheid, dann lösche ich es gleich raus. So, und jetzt suchen wir noch die Lips. Ist natürlich schon wieder OpenGL, da müsste sein, da. Negaflex. Ist der Flex auch noch drin? Nee. Das. Ich stelle mir dann, glaube ich, hinter dem Haus aus. So ist das eigentlich auch nicht gedacht, aber ich habe jetzt keinen Bock zu suchen, wo das Framework Flag in Xcode steckt. Das müsste jedenfalls auch so funktionieren. So, und jetzt können wir den, jetzt können wir wieder OpenCL-Code hier reinbringen. Ist übrigens auch lustig, OpenGL und OpenCL gleichzeitig anzurocken. Müsste aber gehen eigentlich. Dann brauchen wir, jetzt machen wir es einfach mal so auf die Schnelle, kopieren einfach wirklich den Kram hier mal rüber. Keine Sorge, ich committe das nicht. Oder wenn, dann committe ich es in ein separates Verzeichnis. Und dann brauchen wir noch den Fraktalgenerator. Der müsste eigentlich so für sich alleine stehen können. Und dann probieren wir es aus. Was passiert, wenn wir das Fraktal on the fly berechnen, anstatt es von Platte zu laden? Kompiliert. Das sieht gut aus. Dann müssen wir jetzt nur noch einfach die richtigen, was spuckt uns der aus? Spuckt uns ein Bild aus. Okay, gut. Ist ja nicht schlimm. So, hier haben wir das berechnet und das macht der Fraktalgenerator für uns freundlicherweise direkt die Transferfunktion noch. Habe ich das da integriert? Ich weiß gar nicht, wo das drin ist. Compute, Git Input. Nee, der liefert uns doch nur. Nee. Habe ich denn jetzt gemacht? So, so F, Compute. Ah, Apply Transfer Function, das ist. Das ist die Methode, klauen wir uns auch mal. Die war ziemlich klein. Die hier. Und da haben wir dieselbe Transferfunktion wie was wir vorbereitet haben. So, das heißt, wir gehen jetzt in unser Large Image. Get Tile. Da klatschen wir das einfach mal drüber. Dann brauchen wir den Fraktalgenerator. Ja, da habe ich sie auch gerade rauskopiert aus dem Makefile vom Projekt 37. So, den erzeugen wir nur ein einziges Mal, oder? Ne, den müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, den müssen wir nicht immer neu erzeugen. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Okay. Ich glaube, den, da habe ich irgendwie so ein Set-Offset mal eingebaut. Damit wir den nicht immer neu bauen müssen. Wo ist er? Effekt. Wo bist du? Genau, wir geben Z-Offset. Das heißt, wir können diesen Fraktalgenerator einmal bauen. Und zwar auch tatsächlich ziemlich genau mit diesen Parametern. Die heißen ja bei uns, glaube ich, sogar genauso. Genau, nachdem wir die Datei geladen haben, können wir uns einen Fraktalgenerator erzeugen hier.
gucken, ob das geht, ob der auch einen Default-Konstruktor hat. Wahrscheinlich hat er keinen. Also müssen wir uns einfach irgendwas hier reinschreiben. Oder machen einen Pointer draus, was soll's. Haben wir sowas irgendwo? Nee. So. Fractal. So. Jetzt knallt es noch irgendwo, wo wir das erzeugen. Genau hier. Make shared, das ist noch richtig schreiben, dann funktioniert es vielleicht auch. Und dev kennt er noch nicht, gut. Das ist auch richtig. Machen wir das jetzt am schönsten. Also dev ist halt das OpenCL-Device, ne, das wir da jetzt noch haben, logischerweise. Da holen wir halt auch noch diesen Code rüber, der das OpenCL-Device abfragt. Da glaube ich in Main. War sie so richtig hässlich? Ja, oh, ist jetzt auf die Schnelle. Nee, was einfach jetzt hier rein, Dinge. Nee. Können wir gerne machen, mal so ein OpenCL-Utils. Nur, ich denke gerade dieser Code, der eben fragt, welches CL-Device wir jetzt haben, das ist halt super spezifisch für das aktuelle Setup. Ne? Also das ist jetzt ja Textmodus. Das kannst du natürlich eigentlich in der grafischen Umgebung nicht verwenden. Da musst du was ganz anderes rendern. Aber ja, wäre wahrscheinlich tatsächlich mal geschickt, das irgendwie in Util zu kopieren und einfach mal ein Oberverzeichnis zu machen. Mache ich vielleicht mal die Tage. Und dann müssen wir nicht alles, den ganzen Code replizieren. Bisher war das nicht nötig, weil wir genau ein Projekt hatten, was OpenCL verwendet hat. So, also jetzt sollte das erstmal so zumindest so rudimentär, also noch keine Fraktale berechnen, aber zumindest den Fraktalgenerator erzeugen. Das heißt, wir starten das jetzt und dann haben wir jetzt eben auf einmal so ein Textmodusfenster, wo wir das einmal eingeben müssen. Sollten wir sinnvollerweise auch in das Fenster eingeben. Und dann rattert das Ganze los. Allerdings im Moment tut es noch nichts Sinnvolles. Ich hätte allerdings nichtsdestotrotz erwartet, dass ich jetzt was Gerendertes sehe. Ach, natürlich auch. Der ist noch im Hintergrund aufgegangen. Gut. Okay, jetzt müssen wir noch den auch benutzen, den Fraktalgenerator, den wir haben. Und zwar genau eben da, wo das Get-Teil ist. Das heißt, hier an der Stelle, anstatt jetzt hier das aus der Datei auszulesen, erwarten wir, der nimmt hier einmal diesen Temp-Buffer. In den Temp-Buffer müssen wir jetzt einfach das Fraktal reinhauen. Und das ist es dann im Prinzip schon. So, der Fraktal-Generierungscode, den klauen wir auch wieder von vorher. Hier, ne? Set Offset Compute Apply Transfer Function. So, das Ding heißt tatsächlich auch F, ist vielleicht jetzt nicht so praktisch, aber egal. So, Tile Chord, das ist jetzt Tile Chord X. Mal Tile Dim, mal gleich gucken, ob das auch so heißt. Tile Chord Y. Und dann müssen wir jetzt gleich noch irgendwie die Set Offset, ach so, das ist ein Pointer. Irgendwie müssen wir jetzt gleich noch das Level natürlich da reinbringen. Und zwar überlegen. Machen wir erstmal den Rest fertig. Also diese Koordinaten, die hängen natürlich davon ab, wie tief wir reingezoomt sind. Die sind jetzt bei dem. Die
Ist immer in Pixeln. Ja, mal da mal drüber nachdenken. Erstmal kurz überlegen, wie wir die Daten in die richtige Datenstruktur reinbringen. Hier machen wir ein GetData und Apply Transfer Function tut was? Nimmt den Input. Das ist ein einzelner Wert und macht da draußen. Okay, da muss es da zwei von geben. Das ist mal eine überladene Funktion. Ich habe nur eine von beiden kopiert. Die ist ja nur auf einen einzigen Punkt. Genau, da ist noch die für den ganzen Datensatz. Ja, hallo, danke. So, die kriegt als Input die Input-Data, als Output-Output-Data. Okay, das ist gut. Und ja, okay, und Output-Image ist die richtige Größe. Das ist auch alles blendend. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das Apply Transfer Function mit den richtigen Daten füttern, nämlich mit Temp Buffer. GetData muss auch das hier sein. So, und damit sollte das im richtigen Buffer landen. Das läuft. Das rechnet noch nicht das Richtige, aber wir können mal auswählen. Jetzt müsste man schon mal irgendwas berechnen. Da muss die einzeln. Das ist ja wie doof, weil das jedes Mal den Fokus verliert. Also, wir berechnen jetzt offensichtlich die untere linke Ecke. Sehr schön. Und die ist halt relativ blau. Ah, irgendwie haben wir es auch mal geschafft. Jetzt machen. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir die richtigen Koordinaten berechnen. Wird nicht die Story der Erdische. Was? Wo sind wir stehen geblieben? Hitchhiker, Projekt 42. Ah, okay. Ich sehe schon wieder. Ihr seid wieder bei ganz anderen Sachen. So, jetzt gucken wir mal, wie dieses Offset zu verstehen ist. Das ist irgendwie relativ zu irgendwelchen Koordinaten, die wir im Konstruktor, glaube ich, spezifiziert haben, oder? Full Width, Full Height, genau. Und dann rechnen wir uns das aus. Der Offset ist in Pixeln relativ zur Gesamtauflösung. So, das heißt, wir müssen die Gesamtauflösung auch anpassen können, weil die ändert sich ja in jedem Level. Ne? Wir rechnen ja 512, 1024 und so weiter. Das heißt, wir brauchen erstmal noch einen zusätzlichen Call in diesem Fraktalgenerator, nämlich Set Resolution oder sowas ähnliches. Resolution. Was dann? Res x Resolution Epsilon. Wobei, das haben wir ja schon Namen gegeben, also bleiben wir einfach mal dabei, dass die Full Width und Full Height. Set Resolution. So, okay. Und das waren die Parameter 2 und 3. Gut, dann haben wir das. Das müssen wir jetzt benutzen hier. Das ist jetzt die Auflösung vom aktuellen Level. Und ich überlege gerade, ob das dann schon reicht. Aber das müsste eigentlich schon reichen, ja. Warum dann Schrägstrich ist, okay, kann ich auch gerne beantworten. Hier, ach so, den hier stimmt, den könnte ich theoretisch weglassen. Ja, ist richtig. Ich denke, der ist überflüssig hier. Ist irgendwie reine Gewohnheit. Ein Jammerter, aber wahrscheinlich aus dem anderen. Ja, genau. Hier unten. Ja, du hast recht. Also den ist irgendwie so Gewohnheit, wenn ich Sachen schreibe, die irgendwie umbrechen und die sollen es nicht, dass ich dann gerne das Space an der Stelle aufgefressen habe. Oder das reicht, die könnten im Prinzip alle weg dahinter. So, und jetzt müssen wir nur noch die Auflösung ausrechnen. Und zwar, wir kennen ja das Level, das ist Teilchord L. So, und jetzt haben wir eine Basisauflösung, von der wir ausgehen. Die kriegen wir aus der Datei, das ist die Total, das ist die Input Dimension. Das ist also bei Level 0 ist das unsere Größe. Das heißt,
Das hier plus 1. So, so müsste das sein. Wenn ich jetzt gerade richtig nachgedacht habe, dann ist das die Größe unserer aktuellen Dimension. Warum mag er das nicht? Too few arguments. Ich habe jetzt 2. Das hat er noch wieder nicht gecheckt, oder? Genau. Ne, bei Level 0 teilen wir die Input dem genau durch 1. Und bei Level 1 halbieren wir so. Ja, ist das richtig? Ne, das ist 2 hoch das, ne? Genau, das ist 2 hoch das hier. Um es richtig zu machen. Dann haben wir die Größe vom aktuellen Level. Mal gucken. Da können wir wahrscheinlich das so machen. Ne, bei 0 kommt eine 1 raus. Und das wird dann durch 2, durch 4 und so weiter geteilt. So. Starten. Das ist echt lästig. Wieder das andere Fenster aufmachen. Ich glaube, das ist es. Genau. So, und jetzt rechnen wir die Tiles on the fly aus. Ja. Und jetzt wird nichts mehr von Platte geladen. Es wird einfach nur live berechnet. Ja. So, und jetzt sieht man schon das, was ich meinte. Also wenn man das jetzt hier vergleicht, ne, dann hat man hier überall, weil wir das eben nur Point samplen, haben wir jetzt hier im Prinzip so ein Rauschen drin. Ne? Das heißt, insbesondere wenn wir jetzt rein und raus zoomen, dann sieht man, dass das irgendwie so ein bisschen flackert, weil wir halt eben hier nur punktweise die das Fraktal berechnen. Ja, also dass man einen Bereich reingeht, der sich schneller berechnen lässt hier. Und eben nicht averagen. Ja, wir stoßen immer noch an eine Grenze, das liegt aber nur daran, weil wir jetzt momentan die Level aus der Datei auslesen. Aber prinzipiell berechnen wir jetzt eben das ganze Fraktal on the fly und lesen nicht mehr aus der Datei aus. Ich überlege gerade, wir könnten eigentlich einen Switch einbauen, wo man zwischen den beiden Sachen toggelt, ne? Dann können wir, glaube ich, ganz gut den Unterschied sehen. Oh, wir haben neue Besucher. Hallo, willkommen. Ja, wir machen eigentlich einen Large Image Renderer und dafür nehmen wir Fraktale. Und weil alle gefragt haben, warum berechnen Sie die Fraktale nicht direkt sofort? Und nicht alle, aber ein paar haben es gefragt. Dachte ich, okay, nur mal um es zu zeigen, berechnen wir es einfach on the fly. Das machen wir jetzt gerade hier. Geht auch relativ flott. Und wir können natürlich jetzt auch noch tiefer zoomen. Ne? Wir könnten jetzt quasi einfach den Loader faken. Im Moment liest er das ganz verrückt. Er öffnet die Datei, liest nur die Metadaten aus der Datei, aber keinen wirklichen Inhalt. Wir können natürlich das Load hier auch rausschmeißen und einfach uns irgendwelche Fantasiewerte ausdenken. Insbesondere müssen wir, wenn das sind alles berechnete Werte, das hier sollten wir drin lassen. Das ist ja die Berechnung. Den Temper verbrauchen wir. Die Offsets brauchen wir nicht. Und das brauchen wir auch nicht. So, und jetzt müssen wir einfach nur im Prinzip diesen drei Werten hier irgendwas zuordnen, was auch immer wir wollen. Und das wollen wir auch haben. Die Berechnung der Anzahl der Kacheln, wobei ich gar nicht sicher bin, ob wir das noch benutzen irgendwann im Code, aber das lassen wir auch mal drin. So, die müssen wir jetzt einfach mit irgendwas füllen. Da können wir natürlich jetzt auch größere Sachen füllen. Wir haben mit Jest und TypeScript kämpfen. Okay. Nein, sowas machen wir hier gar nicht. Wir machen ja Hardcore C++ Programmierung. So. Ich fülle das nochmal eben kurz mit Werten. Overlap 1. Teil der Menschen sind 512 gewesen. Und jetzt können wir hier was Lustiges reinschreiben. Zum Beispiel 1, 9. Warum drücke ich mir die falsche Taste? Da hatte ich bisher 19, da können wir jetzt natürlich mal, was weiß ich was, 25 machen. Dann gibt das natürlich noch um einiges größeres Bild. Reinklicken, 1 drücken, umswitchen. So, jetzt haben wir schon 16 Level. Ja, und jetzt können wir natürlich eine Ecke tiefer zoomen. Mesa denkt, er ist bei Level 1 angekommen. Level 5. Irgendwann wird uns dann jetzt gleich die Präzision ausgehen im Renderer, schätze ich auch noch geht. Jetzt war jetzt nur bei 25, das hat er auch noch gut gehandelt mit Double Precision.
Okay, probieren wir noch mehr. Also irgendwo so und um 32 wird es abkacken. Also was hat er da gejammert? Da kam schon gerade eine Warning. Bisschen Connection ist Signness. Muss ich das so machen? Damit er mir das wirklich in unsigned ausrechnet? Wahrscheinlich ja, sonst ist die 1 wahrscheinlich in signed int. Ja. So, jetzt haben wir 22 Level, in die wir reinzoomen können. Mal gucken, wie es aussieht. Ich mache genau das, nur den Teil berechnen, den ich im Fenster habe. Ansonsten würde das ein bisschen länger dauern. Also das sind jetzt irgendwo, also jetzt sind wir irgendwo bei wahrscheinlich Exabyte, Petabyte oder sowas ähnliches an Daten. Die können wir nicht mal eben kurz so vorberechnen. No way. Darum ging es ja gerade, einfach nur mal zu gucken, wie kann man den Renderer, den wir jetzt umgeschrieben haben, der eben so auf einer teilbasierten Repräsentation arbeitet, also wir können es teils auch immer noch angucken, den so umschreiben, dass er anstatt die aus einer Datei zu lesen, die on the fly berechnet. Das tun wir jetzt auch. Okay, können wir gleich auch einbauen, die 1D-Textur. An und für sich wollte ich gleich auch was über Kompression erzählen, aber können wir auch noch schnell machen. Gucken wir mal erstmal, wie weit wir reinkommen. Aber dass wir nicht so viel Schwarz haben. Das Schwarz ist halt immer teuer zu berechnen. Außerdem uninteressant. Okay, hier ist jetzt Sense mit. Hier sieht man jetzt aber auch, wie wirklich alles zusammenbrechen. Auch das Flackern, das sind jetzt na, hier sieht, das sind, seht ihr, wie das stufenweise jetzt geht? Das sind die einzelnen Abstufungen, die Double so hergibt. Ja, also wir können das ja mal ausrechnen. Also das ist jetzt ein Bild der Größe. Wir sind bei Level 0 tatsächlich. Das heißt, es ist ein Bild der Größe. Also das theoretische Bild, durch das wir durchgehen, ne, hat die Größe 2 hoch 31 mal 2 hoch 31. Also das ist schon ziemlich groß. Also wie viel Speicher das frisst? Also jetzt im Moment so gut wie gar nichts, ne, so wie wir es implementiert haben. Aber wenn wir das, abspeichern wollten, das sind irgendwo, ich weiß nicht. Also, wir können sich ja mal überlegen, wie viel das, was wir jetzt hier haben. Ne, also ich habe das jetzt eben 31 mal geschiftet. Also das ist auch 32. Ne, das sind 4 Milliarden mal 4 Milliarden. Ne, mal 4. Weil es ja rot, grün, blau, Alpha ist in dem Fall. Ne? Und einfach mal das so 31, das sind na, na, 2 Milliarden natürlich. So, das Ganze multiplizieren, quadrieren wir jetzt. Also das heißt, das sind dann 1 hoch 62, ne? Das ist eine relativ große Zahl. Die hat schon 18 Nullen. Hast du schon durchgerechnet, ja. Im Fractal Gen ist kein Alpha drin. Ne? Nee, das ist nicht ganz richtig. Da ist tatsächlich Alpha drin. Ja, da. Ich gebe zu, dass wir in den Alpha-Kanal immer nur eine 1 reinschreiben, aber sie ist da. Wo war ich stehen geblieben? Also, das ist die Größe an Pixeln. Das müssen wir jetzt nochmal 4 nehmen. So, und das versuchen wir jetzt mal wieder runterzurechnen. Das sind Bytes. Kilobyte. Megabyte. Gigabyte. Terabyte. Oh, langsam wird es sichtbar. Exabyte. 16.000 Exabyte und dann kommt Petabyte, wenn ich mich nicht irre. Ne, andersrum, Petabyte, Exabyte. 16 Exabyte würden wir brauchen, um es abzuspeichern. Ich glaube, das würde auch den größten Supercomputer zurzeit sprengen. Ja, also trotz alledem können wir es handeln. Warum? Weil wir eben
Passt gerade noch auf, wahrscheinlich in 20 Jahren passt wahrscheinlich auf einen USB-Stick. Da ist das die Größe, die Word braucht, um zu starten. Ne? Aber wenn wir eben halt das Ganze nur on the fly berechnen, ne? Dann brauchen wir eben nur 24 Tiles, also gerade mal 24 mal 12 Quadrat. Und das ist eben nicht so schrecklich viel. 512 Quadrat ist eben nicht so schrecklich viel. Ja, wir können das auch noch runterdrücken, die Größe, indem wir etwas kleinere Teils berechnen. Aber im Prinzip hat man jetzt einen Fraktalgenerator, mit dem man hübsche kleine Fraktale machen kann. Soll ich das auch auf GitHub rausdengeln? Will das irgendjemand haben, dann würde ich es auch wahrscheinlich in ein anderes Verzeichnis machen. Den Code und ein bisschen kurz aufräumen. Also ist jetzt nichts Spektakuläres, das Ganze, aber dann kann man es vergleichen. Insbesondere finde ich, das Interessanteste finde ich eigentlich, die Bilder zu vergleichen. Okay, ja, kann ich machen. Waren jetzt nur ein paar Minuten Code. Ne? Also hier sieht man halt wunderschön den Unterschied, denke ich mal. Ne? Hier, so sieht es aus. Ich schreibe es einfach mal raus. So, und jetzt gehen wir mal wieder. Die Version hat ja noch den ganzen Code zum Lesen drin. Also machen wir es wieder rückgängig. Lese das nochmal aus der Datei aus. Da sieht man auch ganz schön, dass das Aliasing von dem Point Sampling des Fraktals. Gut, gucken, das müssen wir dann wieder auslesen. Das darunter brauchen wir nicht, aber stört auch im Moment nicht. So. Okay, jetzt mal kurz gucken. Ja, jetzt müsste er wieder dateibasiert sein. Na toll, fragt mich immer noch nach dem Fraktal am OpenCL-Device. Das würde sich komprimieren lassen, klar. So, das ist jetzt das andere Bild, speichern wir es auch mal ab. Jetzt können wir die beiden mal vergleichen. So. Okay, hier ist Version 1. Und hier ist die Version 2. Ne? Und na, da sieht man schon. Na, komm her. Da sieht man schon ziemlich deutlich die Unterschiede. Also hier haben wir ziemlich heftiges Aliasing, also wirklich im Prinzip an dieser Küste eigentlich zufällige Farbverteilung. Und hier haben wir schön die Struktur erfasst. Ja, genau, steht, weißt du, könnte man auch sagen, das Motherboard lässt sich relativ einfach komprimieren. Live-Switchen, ja, von mir aus können wir auch einbauen. Was soll's. Das einzige Dumme ist, bei Live-Switchen sind wir natürlich in der Auflösung gebunden an das, was wir aus der Datei holen. Ne? Also das, sonst können wir ja nicht, sonst können wir nicht live switchen. Also wir können ja nicht solche lustigen Sachen wie hier machen und behaupten, unsere Datei sei einfach mal riesig. Aber was soll's. Können wir im Prinzip auch machen. Hacken wir es eben noch rein. Und dann kümmere ich mich dann um die Transferfunktion. Also was müssen wir dazu machen? Wir brauchen einfach einen Toggle in unserem Large Image. Compute Fractal. Okay. So. Nein. Wo ist denn das letzte Large? Der ist Large Image Call da. So. Large Image, Compute Fractal. If this Compute ungleich Compute. Also wenn wir den Modus toggeln, dann müssen wir natürlich den Cache clearen. Haben wir sowas schon? Wahrscheinlich nicht. Also brauchen wir das noch gleich. Cache clear. Und dann speichern wir das ab. Ja, Kompression wird noch ein bisschen dauern. So, Moment, Sekunde. Jetzt machen wir das mal eben kurz rein. Also, jetzt müssen wir abhängig von dem Compute hier was anderes machen. Also, if Compute, dann das hier.
Jetzt das da. So, und jetzt müssen wir noch das Clearen des Caches machen. Und ja, ist okay, wenn der Cache geklärt ist, dann geht das da auf jeden Fall Hose. Dann gucken wir noch Cache, wo haben wir das da? Clear brauchen wir noch. Clear. Und was machen wir? Müssen wir da eigentlich machen? Wir müssen wahrscheinlich nur diese Map hier löschen. Und Now können wir auch auf Null setzen, der wird dann auch nicht mehr gebraucht. Also den können wir bei der Gelegenheit resetten. Ist nicht unbedingt wichtig, aber können wir das Überlaufen dieser Variable noch ein bisschen hinauszögern von einer Milliarde Jahren da auf Null. So, also Now gleich Null. Das ist aus Spaß und Data Clear. So. Das müsste gewesen sein oder auch nicht. Wo ist noch was, was nicht in Ordnung ist? Cache, ach so, das ist ein. Okay, und jetzt müssen wir es nur noch ins Hauptprogramm einbauen. Das war das Toggle. Wahrscheinlich noch ein Get-Compute oder so etwas ähnliches. So. Natürlich machen wir alles selber. Ja, langweilig. Kompression würde sich in dem Fall. Wir wollen natürlich eine verlustfreie Kompression haben für unsere Bilder. Aber nicht. Ich dachte, wir implementieren einfach sowas ähnliches wie Deflate. Also sowas ähnliches. Wir können einfach Deflate implementieren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt standardkonform, weil wir das nicht brauchen, aber im Prinzip. Wollte ich Deflate implementieren, also das, was Zip benutzt. Gut, bei Compute Fractal, das macht nichts anderes als Return Compute. So, Get Compute geht, das sollte jetzt wieder in Ordnung sein. Ist es das? Ja. Kurve ist fertig, sollen jetzt ins Programm hier einfach noch ein Toggle einbauen. C haben wir noch nicht benutzt. Wie heißt er? Large Image oder sowas? Large Image. Compute Fractal gleich not Large Image. Get Compute Fractal. So. So. Dann sollten wir jetzt eigentlich toggeln können mit C. Probieren wir es aus. Warum da nicht direkt HDR5? Weil DICOM schon genug wehgetan hat. Ganz einfach. Ein verrücktes Format reicht mir. So, CA. Ne? Hier sieht man. Alias, kein Alias. Alias, kein Alias. Wenn wir ganz weit reingezoomt sind auf Level 1, müssten die eigentlich praktisch gleich aussehen. Was heißt praktisch? Auf Level 0 sollten die gleich aussehen. Ja, da passiert auch nichts. Ne? Das ist egal, ob wir live computen oder nicht. Aber sobald wir rauszoomen. Bei Level 1 sieht man schon Unterschied. Ne? Point Sampling oder Averaging 4 zu 1. Ne? Das sieht schon, das sieht ziemlich, sieht halt viel Alias da aus. Ist das da? Level 2, ne? Da wird es immer extremer. Also gerade bei solchen feinen Strukturen, da sieht man hier ganz schön, wie eben das Point Sampling da wirklich mehr oder weniger Zufallswerte liefert, wohingegen unsere Hierarchie dann natürlich wesentlich bessere Ergebnisse bringt, weil sie halt die Struktur eben besser erfassen kann. Ne? Gut. Okay. Was wollt ihr da noch haben? Ich sehe schon, ihr wollt keine Kompression haben. Ihr wolltet noch eine andere Transferfunktion haben. Ne? Da hat irgendjemand gerade geschrieben, möchte gerne eine andere Transferfunktion haben, schönere Farbpalette. Okay, wie sieht es aus? So eben kurz den Code hier verstehen. Ach so, das ist einfach eine.
Ah, okay. Das heißt, das sind einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Werte, unter denen, zwischen denen interpoliert wird. Okay. Ich denke mal, das wird ein bisschen sehr smooth aussehen, würde ich jetzt schätzen. Aber sei es drum. Und da hier auch noch if 0 drin steht, benutzen wir also nur die hier, also nur 1, 2, 3, 4, 5 Stops. Okay. Gut. Können wir einfach reinhaken. Kein großer Aufwand. Natürlich jetzt nur in das Li die Live-Berechnung, ne? Und für das andere müssen wir die ganze Datei noch rechnen. Wir können ja mal kurz gucken, wie es aussieht. Wir haben ja die Methode Apply Transfer Function, das heißt, das ist bei dem ganzen Hin- und Hergehacke, was wir bis hier drin haben, ist deswegen noch einigermaßen strukturiert. Also, das heißt, also was speichern wir das denn? Also erstmal wollen wir eigentlich, das hier ist noch als VEC3, gut, okay, das ist alles in Ordnung. Das ist auch UINT, das passt also auch dazu. Wie machen wir das am besten? Vektor, was ist das? VEC3. So, das müsste zu unserem Konstruktor passen. Color Table. Also, hier eine öffnende Klammer, da war eine schließende. So, das müsste jetzt wieder okay sein, syntaktisch. In Ordnung. Ja, so, und jetzt müssen wir einfach lediglich mittels Input, das lassen wir mal drin, mittels Input da rein. Springen, und zwar müssen wir das in normalisieren. Also der Input ist zwischen 0 und 255. Den teilen wir erstmal durch 255. Dann haben wir es zwischen 0 und 1. Das müssen wir jetzt wieder multiplizieren mit der Größe dieses Vektors hier. Dann haben wir was zwischen 0 und Size, minus 1 sinnvollerweise. Dann haben wir die Koordinate, das Ergebnis davon, also erstmal das hier. So, dann wissen wir, welchen Wert wir daraus haben. Den floren wir noch. Wenn wir den floren, können wir uns das hier, dann machen wir lieber einen Round. Also plus 0,5. Size t. So, das ist unsere Koordinate in diesen Vektor und das liefern wir einfach zurück. Wo bist du? Meine Güte. Oder eine Klammer. Da. So. Okay, mal gucken, wie die Color Table aussieht. So. Okay, wieder ins andere reingehen. So, das ist jetzt live und das ist jetzt die. Sind halt wenige Stops, ne? Also sind jetzt halt eben nur sehr, sehr wenig Farben, die wir verwenden. Das sieht jetzt irgendwie besser aus. Wie dem auch sei. Das ist jetzt jedenfalls die Transferfunktion. Ich fand die andere schöner. Wir können auch mal die andere ausprobieren, die dabei war. Die mit 7 Farben. Habe ich sie noch irgendwo offen? So, ein paar mehr. Ach so, wir können auch dazwischen interpolieren, ja. Doch, okay. Auch keine große Arbeit. Interpolieren wir dazwischen, gucken wir, ob es dann hübscher aussieht. Dann brauchen wir das, dann brauchen wir Ceiling und Floor. Ups. Wo ist jetzt hier die Klammerung? Die muss ja irgendwo wieder zugehen. Offenbar tut sie das noch nicht. Jetzt tut sie es. So. Floor, passt. Floor,
lineare Interpolation, auch immer gerne. Const vec3, Ding da wird das. So. Was mal Floor F, da fällt da nichts Besseres ein. Ziel, so, und dann ist das Ergebnis der Fractional Part davon. Das heißt, das müssen wir auch noch ausrechnen. Dann rechnen wir das doch nur einmal aus, sinnvollerweise. Wo ist die Klammer dazu? Die da. Const float. Und das da. Das passt, oder Coords für Coordinates. So, So, und dann ist der Doppel. Achso, okay. Ja, so, und jetzt brauchen wir noch das Alpha. Const float Alpha ist einfach der Fractional Part davon. Das Minus Floor von. So, Alpha-Parameter, jetzt kommt wieder die obligatorische lineare Interpolation. 1 minus Alpha mal Floor plus Alpha. Meine Güte, ich probiere es gar nicht erst. Alpha mal C. Und das Ganze ist natürlich jetzt wieder ein Fließkomma-Wert. Das geht so gar nicht, weil das Vektoren sind. Dann halt einzeln, was soll's. Okay. Naja, der ist wieder falsch. So, Compute. So, jetzt sollte das eigentlich interpoliert sein. Ist jetzt ein bisschen smoother hier, ne, der Übergang. Sieht hübscher aus. Ich finde es immer noch nicht so hübsch, aber ich glaube, das ist total Geschmackssache. Ja, okay, jetzt sind wir irgendwo, ich weiß, wo weit reingerannt. Ja. Na, jetzt haben wir es jedenfalls mit Transferfunktion. Viel blau. Ja, klar. Ist ja kein Wunder. Ich meine, was haben wir da für Farben? Das ist ja. Ausnahme die kleinen Werte, genau. Ne? Das ist ja relativ dunkles Blau. Hier haben wir auch ziemlich blauig. Das ist weiß zwischendurch und hier haben wir die Gelbtöne. Ne? Gut. Ich klammer es erstmal aus. Ich lasse aber im Code drin. Kann jeder machen, was er will. Ich finde das schöner. Egal. Gut. Okay. Damit haben wir das erstmal, denke ich, jetzt aber wirklich, glaube ich, erschlagen, die Implementierung hier. Und haben sie jetzt irgendwie auch noch eben mit Live-Fraktal und ohne Live-Fraktal und so weiter und so fort. Ich committe das gleich aber in ein anderes Verzeichnis, damit wir irgendwie eine Version haben, die vernünftig ist in dem Sinne, dass sie mich auch zum Beispiel nicht, wenn ich es nicht brauche, ständig fragt, welche OpenCL-Engine ich haben will. Ne? Und eben eine Version, wo man neben den, zwischen den beiden hin und her toggeln kann. Gut, damit
sind wir, denke ich, durch. Gibt es noch Fragen dazu? So lange was zu trinken, mal eben kurz. Also was um, wo ich gerade dabei bin. Ja, kann man jetzt auch sicherlich einen tollen Bildschirm schon daraus bauen, den dann einfach so wild in den Fraktal rumsummt. Weiß nicht, verzeihen es beim Einchecken, zweige Branches. Verzeihen es beim Einchecken. Ich weiß nicht genau, worauf die Frage abzielt. Also, du kannst natürlich von dem GitHub Repository branchen, so viel wie du willst. Wenn wir im Fractal-Shader eine Subpixel-Interpolation machen, wäre das ungefähr gleich. Naja, ja und nein. Also ja, klar, könntest du machen, aber du musst dir mal vorstellen, was dann wieder deine Subpixel-Interpolation aussehen müsste, um dieselben Ergebnisse zu erzielen. Ne? Also, das kannst du interaktiv total knicken. Denn um zum Beispiel dieses Level hier so zu berechnen, also Level 10, sagen wir mal, ne? Um das Level 10. Um das so hinzukriegen, ja. Achso, meine Aus-, also ich, das ist jetzt im Moment, glaube ich, ein Verzeichnis 37. Ich mache es dann halt in Verzeichnis 38 oder sowas ähnliches. Ja? Also, dann immer so irgendwie so in der Art. Ja, also das wird jedenfalls, ich kann es auch kurz beenden, ich kann es auch noch hier live committen und dann seht ihr das, wo ich es reinmache. Ich wollte nur eigentlich noch was kurz zur Kompression sagen. Aber jetzt erstmal zurück zu Haras Frage. Ne? Also, wenn du dasselbe Ergebnis, was du jetzt hier siehst, erzielen wolltest, ne? Moment, wollen wir nochmal 10, ne? Hiermit, dann müsstest du ja diesen gigantischen Support, den wir haben, wirklich absampeln. Ne? Also das heißt, der Vorstellung, das ist das 10. Level. Das heißt, jedes einzelne Pixel, was wir jetzt hier haben, ne? Das setzt sich ja aus 1024, habe ich das richtig ausgerechnet? Lass mal überlegen. Wir haben 10 mal das, ja genau, jedes einzelne Pixel setzt sich aus 1024 Quadrat vielen Pixeln, also den Average von 1024 Quadrat vielen Pixeln zusammen. Ja? Also das heißt, jedes Pixel, was wir hier sehen, ist der Mittelwert von 1 Million Werten. Klar, das kannst du natürlich ausrechnen. Du kannst natürlich für jeden Punkt 1 Million Werte berechnen und daraus den Mittelwert bestimmen. Und dann müsste es nicht nur ungefähr, sondern exakt genauso aussehen. Aber das wäre nicht besonders praktikabel, ne? In Echtzeit. Also da hilft dir auch die GPU nicht mehr allzu viel. Weil dann bist du schon ein paar Minuten dran, um das auszurechnen. Das eine Pixel. Ja, also deswegen. Ja, klar, geht's, aber das ist eben nicht besonders ja, praktikabel. Deswegen hast du halt eben eher sowas, was da nicht so hübsch aussieht. Wobei der Witz ist, wenn man es nicht weiß, dann merkt man es eigentlich gar nicht. Es sieht ganz vernünftig aus, ne? Erst wenn du dann das andere siehst, siehst du, oh, sieht aber irgendwie kaputt aus, ne? Gut. Okay. Gut, ich committe es einfach gerade. Gucken, wie ich das hingebacken kriege. Erst einmal erstmal sauber. Ich glaube, wir haben nicht mal ein Make-by, was das baut. Ne? Weil das. Da fehlen ja Dateien jetzt. Und zwar. Fehlen uns da. Fixen wir das mal. Es fehlt der OpenCL-Kontext. Es fehlt Fractal und das ist wahrscheinlich schon, ne? Fractal CPP. Gucken, das war's, ne? Das sind die beiden Dateien, die ich zusätzlich eingefügt habe. Also die vier, um genau zu sein. Gucken wir mal, haben wir jetzt ein Make-File, mit dem ich das bauen kann? Oh, scheint zu funktionieren. Ich hätte es vielleicht als Debug bauen sollen. Aber egal. Ja, ich hätte nicht als Debug bauen sollen. Natürlich jetzt grotten langsam. Ja, funktioniert aber. So. Was noch als Frage? Wenn man jetzt ein nicht vorbereitetes Bild hat, sondern wirklich echte Detailaufnahmen, lohnt sich da eventuell Verwaltung der Detailaufnahmen über Unterordner per Level? Oh, das ist eine gute Frage. Ich hatte mal vor einigen Jahren, als ich gerade
Postdoc, als ich gerade meinen Doktor fertig hatte, bin ich nach Salt Lake City gegangen. Ich habe in München promoviert, bin nach Salt Lake City gegangen und habe da am Ski-Institut, Scientific Computing Imaging Institute, dann gearbeitet. Und eins der ersten Projekte, die ich da gemacht hatte, war eben einen hierarchischen Renderer zu schreiben, allerdings für Volumen. Und da gab es so ein bisschen, da gab es ein paar Leute, die vorher in dem Institut dafür verantwortlich waren, haben so eine Software zusammengeklatscht, die gelinde ausgedrückt scheiße war, und haben sich aber selbstständig gemacht und haben dann ihrem ursprünglichen Arbeitgeber dann genau so ein Out-of-Core-System verkauft für einen Haufen Geld, das eben im Prinzip das gemacht hat, was wir jetzt hier gemacht haben, nur eben für 3D-Daten. Da ist das ein klein wenig aufwendiger, aber ganz ehrlich, länger als eine Woche habe ich auch nicht gebraucht, das zu implementieren. Und da musste ich natürlich auch nicht im Stream ständig irgendjemand erklären, was ich tue. So, wie dem auch sei. Jedenfalls, und die hatten auch diese lustige Idee, wir machen das mit lauter einzelnen Dateien. Und haben dann gesagt, ja, okay, lassen wir den Krüger das machen irgendwie. Dann gibt es eine Referenzimplementierung, die wird wahrscheinlich grottenlangsam sein und scheiße. Und wir verkaufen euch für paar hunderttausend Dollar dann die richtig coole Implementierung und so weiter und so fort. Und was war? Es hat sich dann rausgestellt, dass diese richtig coole Implementierung für 100.000 Dollar wahrscheinlich sicherlich bezahlt worden ist, aber nie benutzt worden ist, sondern diese andere Firma dann halt meine Referenzimplementierung eingebaut hat. Lange Rede, kurzer Sinn, einzelne Dateien ist keine gute Idee. Wusste ich auch zu dem Zeitpunkt schon, haben wir nämlich selber mal ausprobiert. Je nach Betriebssystem und Dateisystem kann es sehr, sehr teuer sein. Viele Dateien zu öffnen, Handles darauf zu haben und so, das ist extrem teuer. Im Vergleich dazu, in einer einzigen Datei umherzusiegen. Das heißt, nee, du solltest am besten keine separaten Dateien verwenden. Das kann dich immens viel Zeit kosten. Ist ein bisschen verschieden von Filesystem zu Filesystem, aber ist nicht schön. Normalerweise würde man natürlich diese Riesendatei nicht einfach als Airstream öffnen, sondern Memory Mapped I/O würde man sinnvollerweise verwenden. Das macht so einiges einfacher und ist je nach Betriebssystem auch eine ganze Ecke flotter. Aber als Latein ist der totale Overkill. Keine gute Idee. Dummerweise habe ich die 100.000 Euro habe ich nie gesehen, leider. Habe mich dann, habe denen eigentlich viel Geld gespart. Aber sei es so. Gut, wir wollten eben kurz das hier mal irgendwo anders hin verfrachten. Da gibt es auch ein Visual Studio Project. Es gibt einen Ordner dazu. Alles gut gemeint. Aber es gibt keine Datei. Mal gucken, liegt da irgendein Müll drin? Ne, das sieht alles gut aus. Bis auf das hier, das müssen wir mal kurz aufräumen, bevor ich es committe. Da ist nämlich immer ein Haufen Kram drin, den ihr nicht braucht. Das ist, glaube ich, auch überflüssig. Und hier ist auch noch was drin, was überflüssig ist. Genau, das da. Und das ist, glaube ich, auch überflüssig, aber sei es drum. So, und jetzt. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt umbenenne, was sagt dann Git dazu? Ich glaube, der macht dann immer ganz böse Sachen. Large Image Renderer, Large Image, wie nennen wir das Ganze dann? Large Image Render with Compute oder sowas ähnliches. So, das ist natürlich nicht gut, das Verzeichnis meiner Dings unterm Arsch wegzuziehen. Hat aber funktioniert. Okay, gut. Git, nicht Restore, wie heißt das? Checkout.